Hallo und herzlich willkommen zur ersten Grand Tour der Saison. Der Giro d'Italia startet wieder mal in Ungarn, man kennt's. Sollen wir noch kurz das Profil machen? Nee, interessiert euch eh nicht. Haben wir in der letzten Folge gemacht, wenn es interessiert, einfach mal reinschauen. Ja, das ist unser Kader. Brian Kokar, unser Sprinter für den Giro. Simon Geschke, Alexei Lutsenko, Filip Maciejuk, Zuorjin Liu, Dalibor Kulic, Jordi Simon und unser Kapitän für dieses Jahr ist Gerhard Sahler. Ich bin gespannt, ob wir in den Bergen gut genug ausgestattet sind. Ich erinnere mich, dass wir ursprünglich Francisco Torrejon mitnehmen wollten, der allerdings verletzt ausgeschieden ist und deshalb hier nicht teilnehmen kann. Dann hätten wir noch einen zweiten guten Bergfahrer dabei. Ist wie es ist. Wir starten rein mit einem 9,6 Kilometer langen Zeitfahren von Budapest nach Budapest. Topfavorit hierfür laut Spiel ist Rohan Dennis von Ineos, Kasper Asgreen, Wout van Aert, Michael Matthews und Yves Lampert sind da ebenfalls zu nennen. Auch Liu Zuojin und Filip Maciejuk sind mit dabei in der Favoritenliste. Gucken wir noch kurz nach dem Material und dann nehmen wir natürlich das Aero-Zeug, das ist ja klar. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in das Rennen. Viel Spaß! Und da wären wir also am Start des Giro d'Italia 2021 sind wir, ne? Also wir hängen noch ein bisschen der realen Zeit hinterher, macht die Rennen aber nicht weniger spannend. Und wir haben Zambanini, Eduardo Zambanini von Vini Sabu, auch eine Mannschaft, die es mittlerweile ja schon gar nicht mehr gibt. Der erste Starter in diesem Giro d'Italia. Brent van Moor fährt hinterher und dann haben wir Fred Wright, ist das Alfred Wright, wie er hier noch heißt, von Bahrain McLaren heißen sie hier noch. Und dann unser erster Starter und das ist Gerhard Sahler. Und ich finde es doof, dass Sahler, Jordi Simon ist unser erster Starter und ich finde es doof, dass Gerhard Sahler, so geht der Satz weiter, hier gleich als zweites auf die Rampe geht. Schauen wir mal kurz das Profil an, es sieht relativ flach aus, gegen Ende gibt es mal eine Steigung. Also mal gucken, was wir hier zu erwarten haben. Und ich muss hier fast schon gegen die Zuschauermassen anschreien, ne? Also ich muss, glaube ich, echt mal, ich hatte das ja mal vor, alle Bugs und alle Sachen, die ich mir gerne wünschen würde für PCM, mal aufschreiben. Und was ich mir gerne wünschen würde für den Pro Cycling Manager, und das ist ganz, ganz ernst gemeint, ist, dass die Präsentation mal anders wird. Also, dass die Zuschauer, ganz ehrlich, diese Zuschauer-Samples, die ihr hört, ne? Dieses Gejubel und sowas, das war schon in Pro Cycling Manager 2002 zum Teil drin. Also es wäre echt keine Schande, da mal ein bisschen was neu zu machen. Also, weiß ich nicht, Leute. Da muss man ein bisschen Overhaul kommen. Das kann man ja nicht über Jahre hinweg so lassen einfach. Und sich denken, ja, nee, passt. Jubeln. Und auch die ganzen Zuschauer, dass die da so random an der Seite stehen und sowas, könnte man schon alles ein bisschen besser machen heutzutage. Da ist man einfach von anderen Spielen ein bisschen mehr gewohnt. Zum Teil auch nicht. So, Jordi Simon in der Schlusssteigung des Zeitfahrens. Gucken wir mal, wie er da hochkommt. Ja, wir müssen den Einsatz hier ein bisschen anpassen, ne? Denn tatsächlich geht hier ganz schön die Kraft drauf bei diesem Schlussanstieg. Und jetzt Vollgas Richtung Ziel. Und damit Platz 4 für Jordi Simon. Dylan Toyns neuester, schnellster mit 13,54. Und dann haben wir hier Richie Porte. Bin gespannt, ob der gleich eine Bestzeit auf die Straße bringt. Rigoberto Urán, ebenfalls mit dabei aus Kolumbien. Michael Matthews, auch mit Sicherheit kein schlechter Fahrer. Hier Jonas Vingegaard, der hier noch einen ganz, ganz, ganz süße Wert hat. 75 am Berg, ey. Sepp van Marke, jetzt unterwegs. Port übrigens nicht mit der schnellsten Zeit. 13 Sekunden langsamer als Dylan Toyns. Und damit steht unser Kapitän auf der Rampe und das wird natürlich jetzt wichtig, mit ihm ein ordentliches Zeitfahren zu zimmern. Gerhard Sahler startet in den Giro d'Italia und ich bin gespannt. Das ist die erste Rundfahrt, die er als Kapitän fahren wird. Und ich denke mal, wir können uns da auf einen interessanten Giro freuen. Mittlerweile hat er 83 am Berg. Das ist schon eine wirklich herausragende Zahl einfach, ne, muss man sagen. Ach, schon wirklich sehr, sehr stark. Schauen wir mal, wie er in diesem Zeitfahren performen wird. Ist mit Sicherheit nicht seine Paradedisziplin. Aber, ja, Schadensbegrenzung wird möglich sein. Michael Matthews mit der schnellsten Zeit indes 13,24 hat er
gebraucht für diesen Kurs. Uran 9 Sekunden langsamer, dann Dylan Teuns jetzt mit 10 Sekunden Rückstand auf Rang 3. Sepp van Marke hat sich gerade auf den 4. Platz einsortiert und Larry Warbers von Agilisère ist auf Rang 5. So, und jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen 75er Einsatz und dann schauen wir mal, ob wir, wir haben einen ganz guten Puffer eigentlich noch, was die Kraft angeht. Also ich bin mal gespannt, ob Sala jetzt hier über diesen Hügel drüber drücken kann mit dem 75er Einsatz. Vielleicht können wir sogar noch ein bisschen höher gehen. Wir probieren es auf jeden Fall mal. Und dann sind wir jetzt also drin im Schlussanstieg. Gerhard Sala, jo, der ist richtig gut drauf. Der ist hier richtig gut drauf, kann ihn mit dem 80er Einsatz fahren, kann ihn sogar mehr fahren. Ja, wir haben am Ende sogar viel zu viel Kraft übrig und 4 Sekunden langsamer ist Gerhard Sala als Michael Matthews. Also, Vincenzo Nibali haben wir hier, auch unterwegs. Also ich bin mal gespannt, ob wir da nicht vielleicht, also wir haben auf jeden Fall Kraft verschenkt. Wir hätten sogar mehr Tempo machen können. Wilco Keldermann haben wir hier am Start. Also, bin echt gespannt, wie das hier weitergehen wird. Cameron Meyer mit einer starken Zeit, ebenso schnell wie auch Gerhard Sala. Und jetzt Joey Roskopf mit der schnellsten Zeit, 13:10. Und Matheus Sobrero ist noch schneller, der braucht 13 Minuten und 8 Sekunden für diesen Kurs. Wout Poels startet jetzt ins Rennen, auch ein starker Fahrer, Jacopo Guarnieri. Und jetzt der polnische Zeitfahrmeister, Filip Maciejuk aus unserer Mannschaft am Start. So, und dann bin ich ja gespannt, was er zeigen kann. Er hat leider keine Topform, aber er ist ein super starker Zeitfahrer. 78 hat er im Zeitfahren, 77 im Prolog. Also mal schauen, was er hier für eine Zeit auf die Straße bringt. Ziel ist natürlich auf jeden Fall mal vor Gerhard Sala zu landen. Ne? Das wäre ja schon mal das Minimalziel für ihn. Bin mal gespannt, wie er sich hier präsentieren wird. Jonas Vingegaard übrigens 12. Vincenzo Nibali 46 Sekunden langsamer als Matteo Sobrero. Aber wir müssen auch ehrlich sein, Nibali ist natürlich schon längst kein Kapitän mehr für den Giro d'Italia. Ist halt deutlich in die Jahre gekommen und wird hier nicht um den Sieg oder um Podium, ich würde sagen auch nicht um die Top 10 mitfahren. Das wäre schon ein Riesenerfolg, wenn er Top 10 schaffen würde bei diesem Giro. 21 Etappen liegen also vor uns. Die erste fahren wir genau in diesem Moment. Und ich lasse Maciejuk jetzt schon mal ein bisschen mehr Gas geben und bin gespannt, wie er jetzt diesen letzten Anstieg schaffen wird. Also Guarnieri ist schon mal kein Konkurrent für ihn. Da kommt er relativ schnell ran. Ja, und wir lassen ihn jetzt mal ein bisschen mehr Einsatz fahren, weil ich glaube, das geht. 84% Einsatz und da geht die Kraft natürlich relativ schnell weg, aber das macht ja nichts. Denn das Ziel ist jetzt auch schon erreicht. Super Krafteinteilung und am Ende reicht es für Rang 12. 39 Sekunden langsamer als Matheus Sobrero. Und damit auch deutlich langsamer als Gerhard Sala am Ende. Das ist ein Problem auf jeden Fall. Pavel Sivakov für NTT ist mit dabei. Der russische Meister auch 82 am Berg mittlerweile. Ben O'Connor haben wir hier. Wer ist das denn? Es... Kaic, Alejandro Eskaic oder so, aus Uruguay für Israel Startup Nation. Jai Hindley ist mit dabei. Auch der ist nicht übel. Timo Rosen jetzt am Start. Seneschal. Garosio von Minisabu. Ja, wir können noch ein bisschen schneller machen. Matthew Holmes. Novak. So kann man auch immer ein bisschen gucken, wer fährt denn überhaupt so mit. Und als nächstes fährt mit Alexei Lutsenko, kasachischer Meister im Zeitfahren aus unserer Mannschaft. Und er wird wahrscheinlich der zweitwichtigste Fahrer im Team sein. Er wird der wichtigste Helfer sein. Für Gerhard Sala so wahrscheinlich, ne, die Lage. Und jetzt startet er erstmal rein in dieses Zeitfahren. Gerhard Sala übrigens immer noch 5. 20 Sekunden langsamer als Matteo Sobrero. Aber immer noch auf Rang 5. Ja, also ziemlich, ziemlich gut dabei. Jetzt mal schauen, wie sich hier Alexei Lutsenko schlägt. Bei diesem Rundkurs. Wilco Keldermann auch langsamer als Sala. Sivakov langsamer, Hindley langsamer. Also die Zeit von Sala, obwohl er noch ein bisschen Kraft über hatte sogar, war dann doch gar nicht mal so übel. Scheinbar. Wir werden sehen. Die richtig großen Namen, die kommen ja noch. Ich weiß auch nicht. Das ist übrigens auch ein Feature.
Hey, wisst ihr was? Ich schreibe mir das direkt auf, ne? Ich mache jetzt einen Zettel. Ich mache mir jetzt einen Zettel. PCM Verbesserung. So, pass auf, pass auf. Erstens Präsentation Fahrer Zuschauer. Und zweitens Zeitfahren, sowohl Einzel- als auch Mannschaftszeitfahren, Reihenfolge aussuchen. Weil das ist ein Ding, was die schon ewig mal hätten machen können, dass man sich halt wirklich aussuchen darf, okay, Sala ist mein Kapitän, deswegen soll er als Letzter starten oder sonst wie. Das wäre halt wirklich mal gut. Oder dass es einen Wetterforecast gibt, dass du weißt, okay, die letzten zwei, drei Starter des Teams werden wahrscheinlich im Regen fahren. Von daher lasse ich Sala als Viertes starten oder sowas. Ne? Sowas gibt es ja in echt. Hier im PCM gibt es das nicht. Luzenko, 11. Platz. Ja, ist ganz okay. Mollema ist mit dabei. Ich glaube, der ist letzte Saison so einen sensationellen Giro gefahren. Hätte er, glaube ich, fast gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Auch Domenico Pozzovivo wieder mit am Start. Der wird wahrscheinlich auch keine Chance haben, hier irgendwie in der Gesamtwertung weit nach vorne zu kommen. Kwiatkowski und Gaviria sind gerade gestartet. Yves Lampert jetzt unterwegs. Und es gab ein paar neue starke Zeiten, auf die gehen wir gleich ein, wenn dann Kulic gestartet ist. Beziehungsweise ihr seht die ja schon oben, ne? Also es gab wieder mal ein bisschen was Neues. So, Dalibor Kulic startet jetzt in die Rundfahrt. Unser Mann, der vor allem den Kopfsteinpflaster sehr gut kann. Also Sobrero weiter vorne vor Roskopf. Kamil Malecki jetzt auf Rang 3. Dann Chris Hamilton und Nelson Oliveira. Die nächsten Fahrer, die sich da reingeschoben haben. Gerhard Sahler damit jetzt noch auf dem 9. Platz aktuell, weil auch Michael Kwiatkowski ganz weit nach vorne reingefahren ist. Trotzdem, Sahler stand jetzt 20 Sekunden hinter dem 1. Platz. Yves Lampert jetzt neuer 3. Also ich finde, er hat sich das schon ziemlich, ziemlich gut geschlagen in diesem Zeitfahren. So, und Kulic kann jetzt hier diesen letzten Anstieg drüber ballern. Ja, er ist heute kein Favorit und er ist natürlich auch niemand, der diesen Giro gewinnen kann. Dalibor Kulic, von daher natürlich trotzdem gut, wenn man ein gutes Zeitfahren fährt. Und für seine Verhältnisse ist er das gefahren. 36 Sekunden langsamer war er als Sobrero. Ja, und ich bin gespannt, wann die Fahrer kommen. Rafael Maika haben wir hier unterwegs. Wann die Fahrer kommen, die Sobrero vielleicht nochmal gefährlich werden können. Formulo, Edward Dunbar, auch mittlerweile ein echt starker Fahrer am Berg. Bob Jungels. Naja, sehe ich jetzt nicht wirklich als Gefahr für Sobrero an, aber wer weiß, wer weiß. Interessant, was hier manche Mannschaften für Fahrer hinschicken. Also teilweise schon ziemlich schwache Fahrer, muss man sagen. Und Simon Geschke geht jetzt rein in den Giro. Simon Geschke startet rein in seine Grand Tour, in die erste Grand Tour für Zecler. Und schauen wir mal, was er hier auf die Straße bringen kann. Er wird auch ein wichtiger Helfer sein in den bergigeren Rennen. Ja. Da wird er auch sehr, sehr wichtig. Bob Jungels übrigens auf Rang 3. Bob Jungels natürlich. Aber es hat sich nichts geändert. Matteo Sobrero nach wie vor auf Rang 1. Jetzt ist natürlich langsam schon die Frage, ob er das vielleicht sogar durchziehen kann. Ob er diese Etappe hier gewinnen kann. Wäre natürlich großartig. Ein Italiener beim ersten Tag des Giros im rosa Trikot und mit dem Etappensieg dann natürlich. So, Simon Geschke jetzt auf den letzten Metern. Geschke, ja, 1:01. Ich denke, es war eine okay Zeit für seine Verhältnisse. Okay. Wer kommt hier noch alles? Rowan Dennis jetzt also unterwegs. Der war ja Top-Favorit, wenn es nach dem Spiel geht. Steven Kruiswijk ist jetzt unterwegs. Dann haben wir gerade Sam Bennett gesehen. Einer der Gegner von Brian Cocard, was die Sprints angeht. Und das wird auch super, super schwer. Ich meine, Brian Cocard dürfen wir nicht vergessen. Hier ist er übrigens, der Franzose. Unser Sprinter Nummer 1 für diesen Giro. Brian Cocard ist ohne Vertrag für die nächste Saison. Ne? Das heißt, es wird super, super wichtig für ihn sein, sich hier gut zu präsentieren, hier zu zeigen, was er drauf hat. Und dass er in der Lage ist, auch Grand Tour-Etappen zu gewinnen.
Ich meine, im Endeffekt ist das der Anspruch, ne? Wir haben keinen Brian Cocard geholt, um irgendwie bei der Tour de Dupes einen Sieg zu holen oder bei der, was weiß ich, Étoile de Bessèges eine Etappe zu gewinnen, sondern wir wollen natürlich bei der Grand Tour, bei einer Grand Tour einen Etappensieg holen. Sei es jetzt hier beim Giro oder auch bei der Tour de France, das sind die Ziele, die wir haben. Und dafür haben wir einen Sprinter wie Brian Cocard, ne? Um große Siege zu holen. Bislang ging das so mäßig. Er hat letzte Saison eine Tour de France-Etappe gewonnen. Das war gut. Aber das natürlich auch aus einer Ausreißergruppe und nicht aus dem Sprint, also aus dem Hauptfeld heraus. Zeitfahren war ganz okay für Brian Cocard. Und jetzt warten wir noch auf unseren letzten Starter. Emo Buchmann ist hier mit dabei. Jetzt warten wir noch auf unseren letzten Starter. Und das ist dann Liu Zujin, unser Mann aus China. Und auch er gehört ja hier zu den Favoriten. Kasper Askren, auch der gehörte zu den Favoriten. Elia Viviani, ein weiterer Konkurrent. Josef Stari ist wieder mit dabei. Unser Eigengewächs Thibaut Pinot. Und dann also der chinesische Zeitfahrmeister Liu Zujin, der jetzt von der Rampe geht. Und hinter ihm startet dann Jakob Fuglsang in diesem Giro. Auch er wird wahrscheinlich kein Favorit sein für den Gesamtsieg. Wir werden es sehen. Aber ich denke nicht. So, Liu jetzt also unterwegs. Startet hier rein in dieses Einzelzeitfahren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich hier verkaufen wird. Gerhard Sahler übrigens immer noch 17. mit 20 Sekunden Rückstand. Also nach wie vor konnte ihm keiner den Rang ablaufen. Aber ich glaube, wir warten auf... Ne, Warren Dennis ist drin. Kasper Askren ist drin. Also ich weiß gar nicht, wer ihm jetzt noch den Rang ablaufen soll da vorne. Mal schauen. Vielleicht ja Liu Zujin. Auch wenn ich da nicht so recht dran glaube. Ich glaube, wir hätten mehr Stoff geben können. Weil diese Abfahrt ist dann doch immer sehr ergiebig. Da kommt man doch sehr schnell dem Ziel näher, ohne Kraft aufzuwenden. Liu ist drin. Am Ende ging ihm da ein bisschen die Kraft aus. 39 Sekunden am Ende sein Rückstand. Jetzt kommt Jakob Fuglsang, nomineller Kapitän von Astana. Auch 52 Sekunden Abstand. Dann Benoît Cosnefroy, wahrscheinlich Etappenjäger für Arche Désert bei diesem Giro. 42 Sekunden zurück. Und jetzt kommen die nächsten Fahrer hier. Zum Beispiel Taro Geoghegan, der hier, glaube ich, Ciccone überholt hat, wenn ich es richtig sehe. Geoghegan ist drin und neue schnellste Zeit durch Taro Geoghegan. Und Ciccone verliert richtig Zeit hier. 1,42 Cent Rückstand. Enric Mas auch unterwegs. Jetzt erstmal Matteo Trentin. Der wird hier wahrscheinlich keine großartige Zeit schaffen. So ist es. Jetzt Enric Mas, der Mann von Movistar. 10 Sekunden langsamer als Geoghegan. Das sind also die Fahrer, die noch kommen. Auch Peter Sagan ist noch dabei. Nils Polit, Mark Hirschi, Tadej Pogacar, Carapaz, Van Aert, Alaphilippe. Oi, da kommen noch große Namen. So, jetzt erstmal Hugh Carthy von EF. Und er 53 Sekunden langsamer als Geoghegan. Ja, können wir ein bisschen vorspulen, denn Jasper Philipsen und auch Peter Sagan werden hier keine Gefahr sein. Nils Polit, schauen wir mal. Aber ich glaube, der ist auch nicht stark genug, um hier eine Top-Platzierung zu holen. Nope. Und dann kommt Mark Hirschi. Der ist immer in einem Hügel gut. Fliegt hier diesen letzten Anstieg regelrecht hoch. 33 Sekunden Rückstand. Und jetzt kommt Tadej Pogacar. Und da sind wir natürlich alle gespannt. Kann er die Zeit unterbieten? Kann er nicht. 32 Sekunden hinter Tao Geoghegan. Das ist krass. Jetzt der Meister aus Ecuador, Richard Carapaz, im Ziel. Und auch erst langsamer 35 Sekunden sein Abstand. Wout van Aert. Das ist jemand, dem ist das zuzutrauen. Hier den Sieg davon zu tragen. Aber auch er schafft es nicht. 31 Sekunden zurück. Und Julien Alaphilippe, der schafft's. Der letzte Starter im Zeitfahren, also mit der schnellsten Zeit. Julien Alaphilippe von der Mannschaft Quickstep mit der schnellsten Zeit. 13 Minuten und 2 Sekunden hat er gebraucht und ist damit 4 Sekunden schneller als Tao Geoghegan und 6 Sekunden schneller als Sobrero. Roskopf auf 4, dann Lampard
Jungles, Mass, Malecki, Hamilton und Kwiatkowski. Und damit rosa Trikot für Julien Alaphilippe aus Frankreich. Sehr, sehr starke Leistung hier gleich mal zu Beginn dieser Rundfahrt. Punktewertung führt er damit natürlich auch an. In der Nachwuchswertung führt der Italiener Matteo Sobrero vor Kamil Malecki und Gerhard Sahler ist hier auf dem dritten Platz. Und in der Teamwertung die König Quickstep auf dem ersten Rang vor Ineos und CCC. Um das mal englisch auszusprechen. Also, Julien Alaphilippe mit einem starken Start in diesen Giro, gleich mal der erste Etappensieg für ihn und sein Team. Im Zeitfahren hätte man ihm vielleicht nicht zugetraut. Und die Frage ist, ob er vielleicht auch einer sein könnte, der hier beim Giro auf Sieg fährt. Zuzutrauen ist ihm ja vieles. Hat zwar nur 76 am Berg, aber wer weiß, vielleicht holt er seine Zeiten ja irgendwo anders raus. Also, starker Auftakt von Alaphilippe, auch Geoghegan Hart fährt sich direkt mal ins Rampenlicht. Enric Mas ebenfalls super stark in diesem Einzelzeitfahren. Und dann gucken wir mal weiter. Gerhard Sahler, Platz 20 im Zeitfahren, 26 Sekunden. Hinter Alaphilippe finde ich auch sehr, sehr stark. Keldermann, Uran, Mollema, das sind die nächsten. Tadej Pogacar, wundert mich tatsächlich, dass er so weit hinten gelandet ist. Ich glaube aber auch in PCM 23 wird er deutlich mehr als 74 im Zeitfahren haben. Also schauen wir mal. Emo Buchmann, 39 Sekunden verloren heute. Und dann gucken wir mal nach hinten, ob da irgendwelche dabei sind, die hier vielleicht schon richtig viel Zeit verloren haben. Irgendwelche Fahrer, zum Beispiel Giulio Ciccone mit 1,47. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Rucksack, den er da mit sich rumträgt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das ist nicht das einzige Zeitfahren. Es kommen ja insgesamt 3 Stück. Insofern, also noch 2 weitere. Insofern ist das für Ciccone natürlich schon so ein Ding, wo man sagen muss, wenn er vielleicht die Hoffnung hatte, hier beim Giro auf eine Top-Platzierung zu fahren, ja, muss man das vielleicht bei diesem Zeitfahrdefizit schon wieder überdenken. Auch Josef Stari, den kennen wir ja nicht anders. 1,11 zurück, hat da auch schon ein richtiges Defizit reingeholt. Der Band aus Österreich. Oh, Entschuldigung. So, damit war es das von der ersten Etappe. Sahler und Kokar sind glücklich, dass sie an ihrem Lieblingsrennen teilnehmen dürfen. Ich glaube, Brian Kokar ist in echt noch nie den Giro gefahren. Aber ist okay. Und, ja, dann schauen wir mal, was die nächsten Etappen geben. Es gibt noch 2 Etappen jetzt in Ungarn, die beide allerdings relativ flach sind. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Ob ich vielleicht wieder ein paar Etappen zusammenfasse in einer Folge, wie wir es ja schon bei Paris-Nizza gemacht haben. Oh ja, oh Gott, sind da viele Fahrer enttäuscht, dass sie nicht beim Giro dabei sein dürfen. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Eieieiei. So, jetzt erstmal 4 Tage von den Kirchen, vorletzte Etappe. Die simulieren wir natürlich weg und sehen dort, dass Tony Galopin die Etappe gewinnt vor Stefan Rosetto und Ben Swift. Miguel Angel Lopez auf einem sensationellen 4. Rang. Vlasov 9., Regigi 16. und damit in der Gesamtwertung Olivier Le Gac vorne. Vor Lopez, eine Etappe kommt hier ja noch, wie gesagt. So, und jetzt weiß ich gar nicht, was als nächstes kommt, ob jetzt ein Tag simuliert. Genau, neuer Tag erstmal. So, und dann schauen wir kurz mal auf die Dingens hier, Berner Rundfahrt und so weiter, wunderbar. Okay. Wo kann ich das jetzt nochmal sehen? Hier. Okay, also Abwesenheit Giro, Cambrai, Le Croc, Lecknesund, Omen, Regigi, Zahiri und Torrejón. Eieiei. Und Maciejuk ist nervös, weil er bei der ersten Grand Tour ist. Während Dalibor Kulic allerdings, das ist nicht deine erste Grand Tour, Junge. Du bist schon viele gefahren. Du bist wirklich schon einige gefahren. Es hat sich aber keiner mehr über den Kalender beschwert. Im Gegenteil, ein paar finden den Kalender sogar super. Das ist gut. Ja gut, ey, ganz ehrlich, es kann halt nicht jeder ein Giro fahren. Und Lecknesund braucht sich gar nicht beschweren. Der darf dafür andere coole Grand Tours fahren. Also, entspann dich mal. Vielleicht wird er ja nächste Saison Kapitän beim Giro. Können wir uns ja mal überlegen. Ja, aber es ist halt, wie es ist. Es kann nicht jeder Kapitän beim Giro sein. So, es ist halt einfach so.
Das ist also die zweite Etappe des Giros. Die schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und eventuell schauen wir uns in der nächsten Folge auch die dritte Etappe an. Das schauen wir mal. Sind halt flache Etappen, ne? Also auch die Etappe 3, können wir ja auch ganz kurz reinschauen, ist auch eine flache Etappe. Ja, und dann wird es eigentlich wieder interessant bei Etappe 4. Also vielleicht machen wir die nächsten zwei Etappen in einer Folge. Mal schauen. Das darf der Zukunftsfritte entscheiden. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und macht es gut.